So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe nämlich in Gera, als wir da unterwegs waren, da gab es den Gera-Vlog, das Gera-Go-Fest, überall alles. Grüße an Thomas, Shania, Andrejka, Pupsi. Dieses Bier gefunden, so geht der Satz nämlich zu Ende. Und dieses Bier fand ich irgendwie sehr speziell. Erstens erinnert mich das ein bisschen an Wonder Woman. Wer kennt Wonder Woman? Da ist doch das auch das W und wie so Flügel und so als Zeichen. Das ist aber nicht das Wonder Woman Bier, das ist das Kraftwerk Brewing Triple. Hier steht Kraftwerk Brewing Triple und immer wieder dieses W. Wenn ihr das jetzt mal euch anschaut, da ist ein Typ mit einer Kapuze. Das ist Belgian Style Triple malzig süß. Holy cow, mit 9%. Wir haben zwar das World Strongest Bier mittlerweile getestet mit 64,5%. Das werdet ihr demnächst auch irgendwann mal sehen. Aber das hat mir gefallen von der Flasche her. Das hat mir gefallen vom Etikett. Kraftwerk, Kapuzenmann, der Deadman. Holy cow, 9%, malzig süß, Belgian Style Triple. Da steht auch hinten nochmal ganz viel drauf. Sieht eigentlich aus wie eine Grillsoße, wenn man sich die ganzen Bildchen hinten anschaut. An diesem klösterlich inspirierten Belgian Style Triple ist nichts heilig. Außerdem gnadenlos, malzig süßen Geschmack zum Niederknien. Da ist eine Hopfennote von 2 von 5. Dann ist hier was mit Ibu 40, dann 8 bis 10 Grad, Alk 9%. Gewürznelke, Karamell, Honig vom Geschmack. Gewürznelke, Karamell, Honig. Und passt am besten zu Wildgerichten, herzhaften Fischgerichten und Klosterkäse. Ich habe nicht mal Ahnung, was Klosterkäse ist. Kraftwerk, das Kraftbier entwickelt in der Bitburger Privatbrauerei 0,33. Das werden wir jetzt mal aufmachen mit unserem super Öffner, den wir hier haben. Der einfach so sagt, hallo, hallo Community, ich mache jetzt das Bier auf, guck mal hier unten. Ja, das ist pervers, das dürfen wir nicht zeigen, sonst wird das Video wieder gesperrt. Wir haben uns ja auch extra ein schönes Bier-Tasting-Glas rausgesucht mit dem Homer drauf, der sagt, Bier. Und da ich jetzt schon zum 10. Mal Raider Mittwoch exportiere, einmal gab es einen Renderfehler, einen Exportfehler, einen Pilzfehler, Export. Und einmal ist kurz beim zweiten Mal, kurz bevor es fertig war, einfach der PC ausgegangen, abgestürzt und startet jetzt neu. Das heißt, ich muss ein drittes Mal nochmal rendern und exportieren. Und damit wir uns nicht ärgern, hauen wir uns jetzt einfach dieses schöne Kraftwerk Holy Cow Triple Belgian Style Triple Malzig Süß Klosterbier rein. Okay, bevor ich einschenke, sehe ich schon, dass da auf einmal der Schaum anfängt, ein Eigenleben zu führen. Ist das normal? Soll das so sein? Das heißt doch eigentlich immer, das Bier ist schlecht und deswegen versucht es aus der Flasche zu kommen, weil es nicht mehr aushält. Wir füllen das jetzt mal hier ein, ganz gemütlich. Das hat auch bestimmt übelst die tolle Farbe, ne? Seht ihr die übelst tolle Farbe? In das Glas müsste eigentlich 0,2 reinpassen, wenn man das richtig macht. So, sieht sehr, sehr kräftig orange aus, aber ist natürlich auch mega trüb gleichzeitig. Die Perlen steigen überall auf, ihr habt eine Schaumnote dabei. Das hat schon eine sehr dunkel-orange Farbe. Bernsteinfarben, ein bernsteinfarbiges Bier. Also, ich würde es mir eigentlich wünschen, dass es noch ein bisschen klarer wäre zum Durchgucken. Nicht unbedingt heller, aber klarer, weil das ist halt doch wieder so spülmittelmäßig, aber egal, trotzdem ist die Farbe sehr kräftig. Es riecht auf jeden Fall sehr süß, ja. Wir sind mal gespannt, wie es schmeckt. Ich habe die ganze Zeit so eine Fischnote jetzt in der Nase. Ob das von dem Bier kommt, wenn man das zu Fischgerichten essen soll, oder ob das ist, weil der Adi jetzt reingekommen ist und frisst hier unten auf einmal rum. Irgendwie riecht es auf einmal so nach, ja. Wir probieren jetzt mal dieses super Bier. Oh, das führt mich zurück mit meinen Expeditionen in den Dezember, wenn immer der Kalea Weihnachtsbierkalender kommt, wo 24 Biere drin sind, eins schlimmer als das andere. Und die meisten schmecken immer so richtig extrem bitter, extrem herb, extrem Spülmittel, chemisch, keine Ahnung, also
als Genuss würde ich das nicht bezeichnen, da lieber das World Strongest Bier mit 64,5%, was so zum Genießen wie ein kleiner Whisky ist. Aber so genüsslich das Trinken ist auf jeden Fall gar nicht mein Geschmack. Schönes Etikett, volle Punktzahl hin und her. Farbe, ja, sieht auch gut aus. Wir sind jetzt nicht beim Adventskalender, aber man könnte ja trotzdem so tun, als würde man bewerten. Aber geschmacklich, das ist wie die IPAs vom iScorpions, die ich mit dem Hannes getestet habe. IPA und alles sau bitter und sau herb. Und du hängst die ganze Zeit da und siehst eine Fresse beim Trinken. Das soll so nicht sein. Aber das ist vielleicht einfach das beste Bier der Welt, wenn man dem glauben mag. Also auch beim zweiten Mal trinken kann ich dem Geschmack einfach überhaupt gar nichts. Oh, das ist so wirklich richtig, als wenn du... Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr aus Versehen mal Seife in den Mund bekommen habt. Wenn es hieß, hey, mal die Seife auf und dann plötzlich landet die in eurem Mund. Und so schmeckt das, gell? Oder beim Haare waschen, wenn dir da was runterläuft, ins Auge, es brennt und dann läuft sie noch in den Mund und dann ist es auch noch so bitter und... einfach nur komplett seifig. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Das ist nix, das würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal holen. Kennt ihr das? Kraftwerk, holy cow, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Widerlich, widerlich. Aber egal, probieren muss man alles im Leben. Ciao.